Hallo, liebe Leute da draußen und herzlich willkommen wieder hier am Maltisch. Freut mich natürlich, dass ihr wieder da seid. Und was machen wir? Genau, wir machen heute den Skull. Und zwar haben wir jetzt hier wieder ein Bild, was ich vorbereitet habe, was ihr euch ausdrucken könnt, was ihr dann benutzen könnt. Für die ganze Geschichte hier nehme ich wieder die schönen Airbrush Color for Use, das schöne Deep Black. Und beginne damit einfach mal das Ganze auszumalen. Nicht wundern, das Bild hier ist ein bisschen kriselig. Ich habe dummerweise die Kamera zu dunkel eingestellt. Musste ich jetzt hier am Bildbearbeitungsprogramm ein bisschen mit der Helligkeit hoch. Jetzt kriselt es ein bisschen. Sorry dafür, aber ab 40 Minuten, da wird es dann langsam besser, die letzten 20 Minuten. Da ist mir dann aufgefallen, da habe ich das Ganze dann mal erhöht. Hier habe ich jetzt natürlich angefangen mit dem Ausmalen. Ihr seht schon, am besten die Ränder einmal vorlegen, dann innen ausmalen. Habe ich natürlich glorreicherweise, so gescheit wie ich bin, ja natürlich überall mal diesen Iwata-Fluidöl da reingehauen, damit alles schön geschmeidig bleibt. Und natürlich vergessen beim Brushen, den vorher auch wieder rauszuschießen. Der verträgt sich jetzt nicht ganz so sehr mit der Farbe drinnen. Und hat jetzt hier ein bisschen rumgespackt, bis ich dann nachher dann das Ganze mal kurz durchgeblasen habe, nochmal gereinigt und dann eben angefangen habe, das Ganze neu zu befüllen. Und danach ging es auch mit der Farbe ganz gut. Und deswegen da nicht wundern. Und dann habe ich das eben genommen. Ich arbeite übrigens, und das mir habe ich letztes Mal gar nicht erwähnt, auf einem normalen Druckerpapier, so wie man es kennt, aber auf einem etwas dickeren, damit das Papier einfach nicht so schnell sich wellt und durchnässt. So habe ich ja auf dem letzten Sky gearbeitet. Ich habe es bloß vergessen zu sagen. Das ist ein nur wirklich stinknormales Druckerpapier, bloß mit 250 Gramm pro Blatt. Also einfach ein bisschen dicker, damit kommt ihr einfach besser zurecht. Würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr sowas übt, einfach euch ein bisschen dickere Papiere zu besorgen. Gerade bei solchen Übungen, da bietet es sich dann schon an. Und keine Ahnung, was kostet so ein 100er Bogen oder 500er? Das sind ja hier ein paar Euro-Beträge. Da könnt ihr dann viel dran üben und dann ist es für euch viel, viel einfacher, das Ganze umzusetzen. Geht natürlich auch auf dem normalen Papier, aber das neigt halt eher dazu, mal schneller durchzusippen oder so. Und sich da eher zu wellen und nicht ganz so, ja, einfach nicht ganz so optimal ist, sagen wir es mal so. Was machen wir jetzt hier? Wir malen jetzt einfach schön die grauen Stellen nach. Und da seht ihr schon einfach ein bisschen nachmalen. Es muss nicht 100% sein. Ihr seht es auch, ich fahre jetzt da nicht 100% nach, sondern mache das einfach so, dass es halt halbwegs passt. Und ja, da seht ihr noch die ganzen Spuck, da ist noch ein bisschen was von dem geilen Restöl drin. Das war richtig fein. Und deswegen habe ich das nochmal raushauen müssen. Das habe ich dann schön am Fließbecher oben gesehen, wie das sich dann da drin auch noch schön vermischt hat. Einfach nicht stark genug durchgeblasen. Und deswegen haben wir hier jetzt float, jetzt geht schon viel besser. Nochmal nicht ganz optimal, also, aber ja. Es heißt drum, es funktioniert schon. Ihr seht halt hier, ihr braucht dafür schon ein bisschen mehr Erfahrung für das ganze Projekt hier. Ihr könnt es natürlich auch die Anfänger könnt es natürlich trotzdem probieren. Ist ja ganz klar, und zur Not behelft ihr euch einfach ein bisschen. Nachher noch ein bisschen mit dem Pinsel, wenn es dann doch nicht so hundertprozentig passt. Und dann ist das auch kein Ding. Aber ihr seht, wir fahren jetzt hier einfach schön die Kante entlang. Und füllen das dann eben nach und nach aus. Und so können wir eben das ganze Bild, sag ich mal, bemalen und haben da im Endeffekt einfach nur eine schöne Vorlage, die euch einfach hilft und die euch da einfach ein bisschen stützt, wo ihr dann sprühen müsst und nicht. Und so ist eigentlich eher wie eine Skizze gedacht. Aber hier kommen dann schon die ganzen Techniken von davor zum Einsatz, eben Striche machen, Punkte setzen, wissen, wo die Farbe rauskommt, wo sie ankommt. Das Ganze einfach hier nochmal mit dem schönen, coolen Skull-Thema einfach nochmal umgesetzt, damit es einfach auch nochmal ein bisschen mehr Spaß macht. Und finde ich schon eine coole Sache. War wieder eine Heidenarbeit, aber
die mache ich mir gerne für euch. Deswegen viel Spaß damit. Ich hoffe, das funktioniert bei euch genauso gut. Und macht euch überhaupt keine Gedanken über das bisschen Overspray, was hier jetzt rumnebelt. Auch wenn bei euch mehr ist, ist halb so wild. Wir werden den Skull eben noch ein bisschen bemalen, wenn ihr das dann möchtet. Und da ist so ein bisschen Overspray sowieso nicht schade. Also von dem her, macht euch da mal gar keinen Kopf. Wie gesagt, das hier ist ja eine Übung. Das soll ja auch eine Übung bleiben. Ich meine, dass wenn das nicht 100% sitzt, dann ist das ja auch völlig normal. Dafür ist ja eine Übung da. Ich meine, hier ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Aber wie gesagt, da könnt ihr einfach lernen und trainieren und das gerne öfters machen. Euch das einfach anschauen und davon profitieren und das versuchen umzusetzen. Da habt ihr einfach viel, viel mehr davon. Und ihr trainiert da halt unwahrscheinlich viel eure Freihand. Lernt einfach viel mit der Gun umzugehen. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Und dabei spielt es gar keine Rolle, ob ihr danach viele Schablonen benutzt oder abmaskiert viel oder nicht. Oder egal wie, solange ihr die Gun unter Kontrolle habt, dann seid ihr da wirklich besser dran. Und könnt danach auch dann eben so Stencil-Arbeiten viel, viel besser umsetzen. Also wie gesagt, das ist ein absoluter Mehrgewinn und deswegen solltet ihr das unbedingt machen, wenn ihr da einfach einen höheren Anspruch habt. Einen Anspruch an euch selbst, besser zu werden, dann macht sowas. Das bringt euch tatsächlich weiter und wird euch dann auch helfen. Und wie gesagt, hier bei den ganzen filigranen Teilen, da ist natürlich klar, wenn das nicht... Ein Anfänger hat das jetzt nicht unbedingt so krass drauf und ist ja auch eher jetzt hier mal ein bisschen auch was für die Fortgeschritteneren dabei. Aber wenn ihr da ein bisschen struggelt, hey, dann nehmt halt den Pinsel oder eben so einen AR-Color-Stift oder nehmt einfach das, was ihr da habt und malt das dann einfach kurz aus. Das ist doch völlig in Ordnung. Wenn ihr eben da so ein cooles Bild nachher am Ende haben wollt, ist das doch völlig wurscht. Ihr übt ja eh noch genug am Bild sowieso rum und dann ist das auch völlig legitim. Ihr könnt auch zur Not das ganze Ding einmal vormalen mit dem Pinsel, ist auch in Ordnung. Und dann eben für die Leute, die da noch gar nicht so fit sind, dann eben mit mir hier eben den dann nachher bemalen. Das ist dann ein bisschen einfacher, da machen wir schöne Farbverläufe rein. Dann habt ihr da weniger Probleme. Also macht es euch einfach selber leichter oder eben, wenn ihr da ambitionierter seid und auch einen höheren Anspruch habt, dann versucht es einfach mitzumachen, gut umzusetzen und gegebenen Fall einfach mehrfach probieren. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ihr mal bedenkt, wie viel ich geübt habe und wie viel Scheiß ich geübt habe. Also ich habe die ganze Zeit wochenlang, monatelang gefühlt nur das ABC gebrushed und Zahlen und Kreise und weiß der Kuckuck was. Und ich hatte da nicht so geile Sachen wie die hier jetzt. Da war ich auch noch nicht so fit und hätte mir das jetzt auch hier mit Photoshop und alles selber machen können, wie ich das jetzt gemacht habe. Deswegen war, ja, das, also nutzt das gerne, wirklich. Ich wäre da tatsächlich mega froh drüber gewesen und ich habe mir dann halt mit anderen Sachen beholfen und habe halt aber, wie gesagt, Wochen und Monate lang nur so ein Zeug gemacht, immer und immer wieder. Und das war dann halt manchmal halb so interessant wie das hier. Ganz im Gegenteil, das war bocklangweilig. Aber ich habe es halt durchgezogen, weil ich einfach besser werden wollte. Und wenn man das möchte, dann muss man einfach ein bisschen was dafür tun. Ihr müsst ja auch ein bisschen eure Arschbacken zusammenkneifen und auch ein bisschen einfach da die Sachen einfach lernen und konstant dranbleiben und es auch wollen. Dann wird das auch, wenn ich mir so angucke, was der Chaos-Nips hier rausballert und wenn ich bedenke, was der rausgeschossen hat vor noch einem Jahr und was der jetzt raushaut, also der haut Bilder raus, da schlabbern dir die Ohren weg und auch der Hardy und der Danny, der Maxi und so, die hauen Sachen raus. Da bin ich echt nicht nur mega stolz, sondern auch mega baff, wie gut die das annehmen und umsetzen. Ich meine, das sind alles auch Anfänger, wirkliche Anfänger. Und die machen das einfach souverän und solide und freuen sich. Ich kriege da auch gutes Feedback. Gerade der Hardy hat gesagt, er ist so mega froh, dass er jetzt einfach so viel freier arbeiten kann und auch solche Sachen machen kann und nicht mehr so stark auf die Schablonen gegeißelt ist im Endeffekt.
Das ist schön zu hören. Also, wie gesagt, das sehe ich einfach, dass es gut funktioniert und bin ich auch richtig stolz auf euch, Jungs. Macht weiter so. Immer schön fleißig üben und lernen. Und wenn ihr mal so ein paar geile Arbeiten sehen wollt von den Jungs, dann könnt ihr das machen, indem ihr einfach ins Discord mal reinschaut. Da haben die so viel Zeug gepostet. Das ist nicht nur eine Motivation für euch anderen alle, sondern da kann man sich auch selber schöne Ideen und einfach kreativ austauschen. Das ist richtig klasse. Die Jungs sind da alle ganz brav und nett. Und schaut da einfach gerne mal rein, wenn ihr gerade Anfänger seid und euch mehr austauschen wollt oder generell einfach mehr den Austausch sucht, wenn ihr euch da einfach mehr in dieses Ganze rutschen wollt, könnt ihr das eben da gerne machen. Und wie gesagt, wir quatschen auch jeden Samstag, sowieso jeder recht herzlich eingeladen, vorbeizuschauen. Also so gut wie immer ist irgendjemand am Samstag online und quatscht. Aber in der Regel bin auch ich oft einfach da. Und da könnt ihr auch dann eben direkt mit den Leuten quatschen, mit dem Nils, dem Hardy und so. Die haben euch auch ganz andere Tipps als ich, weil ich halt einfach ja schon sehr geübt bin und auch ganz viele Probleme nicht mehr habe und auch nicht mehr präsent habe, ist ja auch klar, einfach auf die Dauer. Und die Jungs, die strugglen halt mit ganz anderen Problemen, über die ich mir ja schon mittlerweile gar keine Gedanken mehr mache. Und die können euch da einfach nochmal viel mehr Feedback geben und viel mehr helfen, als ich es vielleicht kann. Und deswegen kann ich das euch echt nur raten. Schaut da gerne in die Infobox unter jedem Video oder auf meiner Seite oder. Da müsste ganz unten einfach der Discord-Link sein. Da müsst ihr draufklicken. Könnt ihr auch am Handy installieren. Gibt es auch die Handy-App. Und dann seid ihr da schon direkt am Start. Ist eigentlich echt ziemlich nice. Das mal noch dazu. Mein Gott, ich bin heute so außer Atem, wenn ich hier aufnehme. Das ist ja Wahnsinn. Ich bin heute so richtig in die Luft, okay. Wird Zeit für ein Bierchen und deswegen erstmal ein Prösterchen. Ach, herrlich. Aber soll ich euch mal was sagen, was ich geil fand? Ich habe den Skull jetzt hier gemacht und gedacht, komm, ich male den jetzt so aus, wie er ist und das Tutorial ist fertig. Aber, wie ihr schon im Opener gesehen habt, ist das ein bisschen ausgeartet, weil ich hatte so einen Bock. Und mir hat das so viel Spaß gemacht, dass ich mir gedacht, komm, ich gebe euch einfach noch mehr Möglichkeiten. Ihr könnt es dann nachher, wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr ihn dann so nicht so könnt oder Schwierigkeiten, dann könnt ihr den auch einfach nur versuchen auszumalen und es dabei belassen. Könnt aber natürlich auch das Ganze nachher einmal vorlegen und dann eben nur die Schattierungen machen oder ihr könnt halt beides versuchen und wenn ihr richtig fit unterwegs seid und noch mehr lernen wollt und machen wollt, dann könnt ihr das Ganze natürlich mit mir hier noch schön bemalen, weil da bin ich dann einfach so völlig ausgeartet und gedacht, boah, jetzt haben wir da mal noch ein paar Schatten rein und danach komme ich mal ein bisschen Farbe rein. Ach komm, ich mache noch ein bisschen. Und dann habe ich mir gedacht, Alter, jetzt muss ich aufhören, sonst wird das Video nachher wieder 10 Stunden lang. Scheiße. Hier ist eigentlich nur wichtig, dass ihr halt, ja, was heißt wichtig, aber hier ist halt vorteilhaft, wenn ihr eine gute Gun Control habt. Wenn ihr jetzt schon mal schaut, wie schön das flutscht, das sieht immer relativ einfach aus, aber ist am Ende des Tages halt ziemlich schwierig umzusetzen. Und wenn ihr dann eben die anderen Tutorials gemacht habt, dann seid ihr da schon mal auf jeden Fall deutlich besser unterwegs. Könnt damit schon mal deutlich mehr machen. Und generell, wenn ihr schon mehr übt, dann wird das immer besser und dann ist das irgendwann auch gar kein Problem mehr so. Und dann flutscht das irgendwann auch mal von ganz alleine. Wie gesagt, versucht die Ränder zu malen und dann innen auszumalen. Probiert da einfach ein bisschen rum. Ich habe den Skull auch extra schön groß gemacht, damit ihr da einfach, sag ich mal, genug Fläche habt zum Ausmalen. Ich wusste natürlich am PC nachher nicht, ja, ist das jetzt nicht zu klein oder wird es nachher nicht zu groß? Ich habe das Ganze da so ein bisschen rumexperimentiert und ich bin jetzt hiermit eigentlich ganz zufrieden. Hier haben wir wirklich schöne feine Details für die vordergeschnittenen, aber auch größere Sachen, wo es halt ein bisschen leichter ist. Und wie gesagt, müsst ihr euch einfach ein bisschen selber das Leben leichter machen, wenn es nicht so ganz klappt oder ihr seid richtig ambitioniert und beißt euch da rein, dann macht ihr das einfach mehrfach
Und dann klappt es auch mit den Nachbarn. So. Ah, das ist herrlich. Kann er jetzt noch sagen? Jetzt sind noch schön die Airbrush Color for Use gekommen. Ja, die haben wieder so viel rausgehauen. Airbrush for You, richtig geile Jungs. Da sind ein paar richtig schöne Hauttöne dabei. Und ich habe jetzt gerade original so viel Bock, ein Porträt zu machen. Und dann habe ich mir gedacht, was mache ich für ein Porträt? Was mache ich in der Weihnachtszeit für ein Porträt? Was wird sich da anbieten? Auf was habe ich denn Lust? Und dann kam es mir so rein, so absolut mein Weihnachtsfilm schlechthin. Schaue ich tatsächlich jedes Jahr, gehört einfach zum guten Ton. Fand ich schon damals geil, ist jetzt immer noch geil. Da habe ich mir gedacht, komm, ich mache einfach John McClane von Stirb langsam oder wie man es auf Englisch kennt, Die Hard. Es ist für mich einfach der perfekte Weihnachtsfilm. Ich liebe den. Oh, wenn ich es zeitlich noch hinkriege, dann baller ich den noch raus. Wahrscheinlich eher ein bisschen nach Weihnachten, aber ist ja wurscht. Dann werde ich das da auswählen. Habe ich so Bock drauf. Ja, das ist so lustig, hey. Ich meine, da kann ich das schön mit verbinden, Farben ausprobieren. Aber so ein lustiges Motiv, so ein cooles Motiv haben und warum nicht? Kann ich nur sagen, yippie-ayo, Motherfucker. Schweinebacke meine ich natürlich. Ach, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, wenn ich das noch rausgehauen bekomme. Hey. Das ist schon ziemlich witzig. Ja, und Pinstriving, alles Mögliche haben die mir geschickt. Sehr, sehr geil. Mal lieben Dank natürlich an die Jungs. Ja, bei Pinstriving habe ich null Erfahrung. Da muss ich mich erstmal ein bisschen noch durchfuchsen und ein bisschen selber hier mit Dr. YouTube begnügen, um da ein bisschen abzuchecken, wie das funktioniert. Aber da lasse ich mir Zeit. Wird aber auf jeden Fall auch sicher ganz spannend. Und wie gesagt, hier, ich cover jetzt die Linie nicht zu 100% ab. Ihr seht, ich bleibe auch hier und da mal ein bisschen drüber oder drunter oder ja, also wie gesagt, es muss nicht der 100% passen. Es sieht am Ende des Tages trotzdem geil genug aus, glaubt's mir. Ich fand das irgendwie cool. War schön der Skull und dann mir gedacht, so schön hinten noch Knochenteile am Kiefer und am Kopf wegfetzen. Na, ich habe mir schon überlegt, vielleicht dann noch so ein bisschen ähnliche Flames-mäßig reinzumachen, also ein bisschen Farbe eigentlich nur. Nachher sind so halbe Flames geworden, so ein bisschen angedeutet, damit das alles auf einem moderaten Niveau bleibt, damit sie auch noch alle mitmachen können. Und ja, das ist irgendwie, das ist irgendwie doch viel, viel cooler als ABC malen oder 1, 2, 3 oder so. Ich hatte da mega die Freude. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie mir manchmal so ein Scheiß so viel Spaß machen kann. Einfach da hocken. Die Welt ist wieder weg. Oma ist einfach nur ich und meine Gun und dann gib ihm. Ihr seht jetzt, hier ist immer noch so ein bisschen leichter Overspray. Ist nicht schlimm. Da habe ich jetzt ein bisschen Vorführeffekt gerade mal ein bisschen weggenebelt. Aber wie gesagt, ist nicht schlimm. Auch wenn es hier mal da und hier mal ein bisschen rumspuckt oder so, ist völlig wurscht. Das tut dem Skull nicht weh. Das ist bei dem eh nicht so. Das sieht dann eher aus, als sollte das noch so sein. Also, wie gesagt, macht euch da keinen Kopf. Ist eine Übung. Genau wie der Skull ist auch eine Übung. Muss ich auch übrigens sagen, da hat der Nils auch super gemacht. Der Nilsi Boy, der hat das natürlich, der Chaos Nims hat das natürlich auch gemacht. Das sieht auch richtig geil aus, hat das sehr gut umgesetzt. Ich hoffe, das machen noch ein paar mehr Leute hier. Gerade beim Discord hier, Hardy, was los? Und Maxi und Danny, ihr faulen Säcke. Genau. Und ich bin auch mal gespannt, wer sich hier an die ganze Geschichte rantraut, wer das macht, macht das gerne mal. Schickt mir Bilder, schickt es ins Discord, schickt es mir per E-Mail, wie ihr das möchtet. Wird sicher sehr, sehr cool. Und genau, dann machen wir mal hier weiter mit der Geschichte. Dann gehen wir mal nach oben ran. Wie gesagt, ich nehme euch auch immer hier richtig schön nah ran, damit ihr auch so gut alles Mögliche seht. Schön hier alles in 4K, 4K geketchupt. Geketchupt. Ich glaube, das war ein Bierchen schon zu viel mit hier Ketchup. Ketchup. Geil.
alles schön gemacht, damit ihr einfach genug seht. Dann habt ihr wirklich was davon. Und dann machen wir jetzt nämlich schön noch den Rest hier fertig und weiter. Und wie gesagt, hier müsst ihr einfach noch schön zen-mäßig unterwegs sein. Ihr kennt es ja. Und stellt eure Farbe vernünftig ein. Verdünnt sie schön, damit sie schön gängig ist. Schönes Fließverhalten hat. Ähnliche Konsistenz von Milch. Stellt euren Kompressor gescheit ein zwischen 1,8 und 2 Bar, damit ihr einfach vernünftig nah arbeiten könnt. Und dann legt ihr da einfach mal los. Wie gesagt, könnt ihr auch alles super mit der Silverline machen. Wie gesagt, ich habe letztens ja schon beim Skull mit den Punkten gezeigt, dass die Silverline zu sehr viel fähig ist. Wenn man gut mit dem Ganz umgehen kann, kann man mit der mega harte Details machen. Die habe ich ultra lange benutzt, beide. Ich habe ja zwei davon. Damit habe ich so viele Bilder gemalt, die nur mit den zwei Guns sind, die mega detailreich sind und richtig gut sind. Also das ist wirklich, mit denen kann man wirklich viel machen, wenn man sich eben gut mit der Airbrush-Pistole beschäftigt und viel mit denen arbeitet, dann kriegt man die richtig irgendwann richtig gut unter Kontrolle. Ist generell so. Wenn ihr natürlich viel übt, dann wird das einfach geiler und besser. Oh, es macht gerade richtig Spaß zu sehen, wie der Skull jetzt immer fertiger und fertiger wird und eben einfach Form annimmt. Das macht richtig, richtig viel Spaß. Ha, kommt mir hier so ein kleines Rülpserchen hoch. Aber ein Käse mit der Gun, sag ich schon. Mit der Kamera, dass ich das verbummelt habe, hey, die war auf... Ja, ich glaube, auf Lichtskala irgendwie auf 2 eingestellt. Normalerweise ist die bei 6 plus oder so. Und ich dachte mir irgendwann so, scheiße, doch viel zu dunkel. Und dann habe ich es höher gedreht und dachte, Mist, hoffentlich kriege ich das noch halbwegs hier gerettet, damit ihr hier auch genug seht. Aber es ist, glaube ich, ganz annehmbar jetzt hier von der Helligkeit. Kann man lassen, man sieht, glaube ich, das Wichtigste. Kontrast ist ja Gott sei Dank recht hoch hier auf dem Papier. Und ich glaube auch auf dem dicken Papier könnte man wahrscheinlich relativ gut auch radieren und das Ganze. Und kratzen wird wahrscheinlich auch noch sehr gut funktionieren, kann ich mir vorstellen. Habe ich jetzt nicht explizit ausprobiert, aber bei so dicken Papier wahrscheinlich schon. Und wie gesagt, da schaut einfach, dass ihr auch ein dickeres Papier habt. Macht es euch das Leben leichter. Das machen wir eben noch schön hier ein bisschen die Schädeldecke. Und dann eben nachher zum Schluss noch schön die abgesprengten Schädelplattenteile, die hier rumflattern, und Teile vom Kiefer, die haben wir auch schon fertig. Und wie gesagt, farblich und so, da könnt ihr euch völlig austoben, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Ich meine, das hier, was ich hier euch nachher zeige, ist auch nur ein Serviervorschlag. Ihr könnt den natürlich in allen Farben, die ihr Bock habt, machen. Ihr könnt den blau machen, ihr könnt den nur rot machen, ihr könnt den, wie gesagt, nur einfarbig einfärben, ihr könnt den zweifarbig machen, ihr könnt alles ausprobieren. Probiert da gerne ein bisschen rum. Macht den vielleicht einmal so, wie ich den gemacht habe, um dafür ein Feeling zu kriegen, und probiert den dann zweites Mal einfach mit einer anderen Farbe aus, um da einfach mal zu schauen, wie das Ganze wirkt. Oder ja, probiert da einfach ein bisschen rum, experimentiert da ruhig. Das ist immer ganz wichtig bei so einem Lernprozess, dass ihr auch da ein bisschen merkt, wie verhält sich welche Farbe, wie sieht das aus, wenn ich das so oder so mache. Und ich habe auch kurz überlegt, und dann habe ich mir gedacht, mach ich in einen Farben, nehme scheiß drauf, ich mache einfach zweifarbig, und dann habe ich da einfach mal frei Schnauze entschieden. Das ist dann doch immer eher intuitiv. Und ja, ihr seht, das flutscht jetzt bei mir richtig schön. Jetzt komme ich langsam richtig schön rein, nach ein paar Minuten. Und das Ding ist, das kann ich euch auch noch mitgeben, wenn ihr, wie gesagt, noch Anfänger oder ein bisschen fortgeschrittener seid. Bevor ihr mit dem Airbrushen anfangt, das habe ich sehr, sehr lange gemacht. Ich erwähne es immer wieder, aber ich mache es jetzt trotzdem. Ich habe am Anfang immer, bevor ich wirklich am Bild gebrusht habe, immer habe ich davor immer noch 10 bis 15 Minuten auf einem stinknormalen weißen Blatt Papier gearbeitet. Ich habe ein bisschen gebrusht, ein bisschen Kreise gemacht. Am Anfang zieht die Gun oft mal eher rum, oder eben es irgendwas passt nicht, oder da habe ich dann schon mal ein bisschen rumprobiert, die Kinderkrankheiten beseitigt, und dann
wo ich dann wirklich zum eigentlichen Bild gekommen bin, war dann eben schon, sag ich mal, dann war ich schon warm, dann hat die GAN gut funktioniert und dann kann man da mit einem viel besseren Mindset rangehen, als wenn man dann anfängt, dann, ah, da stimmt was nicht. Ah, dann brusht man wieder los und ah, warum spritzt die denn jetzt rum? Ah, dann brusht man wieder, ne? Ah, jetzt stimmt das gar nicht, wo die Farbe rauskommt und so ein Scheiß. Den könnt ihr dann schon vorher wirklich beseitigen und wegmachen, bevor ihr das nachher direkt am Objekt macht. Da tut ihr euch dann weniger einen Gefallen und versaut dann eher mal das Bild. Deswegen gar nicht schlecht für den Anfang, da einfach mal ein bisschen rumzubrushen, ein bisschen rumzupümmeln dann im Ding und dann läuft das nämlich schon. Ja, und jetzt wird es langsam nimmt es Form an. Ich finde es schon richtig, richtig cool. Wie gesagt, wenn ihr da mehr haben wollt oder mehr sehen wollt oder auch andere Sachen, dann müsst ihr mir das in die Kommentare schreiben, weil ich kann leider nicht hell sehen und weiß nicht, was ihr möchtet und was nicht. Bei Instagram haben schon mehrere drunter geschrieben. Finde ich schon sehr cool bei dem Projekt hier, dass sie sich mega drauf freuen, dass sie da mega Bock drauf haben und das finde ich schon sehr cool, aber schreibt mir gerne hier drunter. Das ist wichtig für mich zu verstehen, was möchtet ihr denn mehr haben, was nicht? Ist das schon wieder zu krass oder soll ich wieder was Einfaches machen oder mehr davon einfach reinschreiben, dann kann ich mir da ein bisschen ransetzen und mir noch ein bisschen mehr Sachen ausgrübeln. Und ja, genau. Die Datei ist ja wieder in der Infobox drin. Könnt ihr euch wieder einfach runterladen. Und dann passt das nämlich. Ich glaube, ich muss mir mal ein neues Dateien-Download-Ding suchen irgendwie. Habe ich letztes Mal nur geguckt, ob der Link funktioniert. Da hat es mir sehr schmutzige Videos angezeigt. Ich dachte, Alter, was ist das denn jetzt? Ja, das ist nicht so geil, aber hey, ist halt kostenlos, ne? Kann jetzt ja nicht ja hier für jeden Furz irgendwie mich hier mega das Zeug so. Aber ich guck mal, vielleicht finde ich was nicht so voll ist mit so Schweinskram, würde ich mal sagen. Wobei einmal hat es mir random Werbung gezeigt und einmal irgendwie ein Schweinskram. Ja. Oh, so. Jetzt machen wir da nämlich jetzt noch schön weiter oben. Die letzten paar Meter hier kam mal wieder kurz meine Tochter rein und hat das Ganze gecrashed. Oh, hat natürlich wieder hier der Paw Patrol Elektrofahrzeug, war die Batterie leer. Da musste ich nachher einmal kurz hier Batterien wechseln. War schön, aber die hat immer irgendwie eine Nase dafür. Meine kleine Maus, dass sie dann immer reinkommt, aber dann mindestens einmal gegen Stativhaut, damit auch immer die Kamera mindestens sich einmal ein bisschen verrutscht und man erst und ich dann meistens erst nicht ganz check. Dass dann immer erstmal die ganze Geschichte ein bisschen verdreht ist. Es passiert, glaube ich, hier auch einmal ganz kurz, wenn ich mich da noch recht entsinne. Naja, halb so wild. Und ihr seht jetzt, das sieht schon cool aus. Also ich finde es schon hier, schaut euch mal das an. Ist doch eine geile Sache, oder? Das sieht schon richtig Porno aus. Das kann man schon so lassen. Eben. Ihr könnt das so lassen, wenn ihr möchtet. Und sagt, hey, das reicht mir. Mehr möchte ich jetzt daran nicht machen. Ich finde das geil. Dann lasst das so. Oder probiert dann einfach ein zweites dann mit den Schattierungen und so aus. Da könnt ihr euch wirklich die Sachen rauspicken und machen, wie ihr das eben möchtet. Und könnt auch sagen, nee, mir reicht das, dann lasst ihr das. Oder ihr macht dann halt jetzt eben noch weiter. Ich baue jetzt hier einfach noch random ein bisschen Licht und Schatten ein und färbe den jetzt halt so ein bisschen mit dem verdünnten Schwarz eben ein. Das ist eben immer noch dasselbe Schwarz, wie wir jetzt eben für die nahen Details genommen haben. Und da seht ihr einfach, wenn man nah arbeitet und konzentriert, ist die Farbe viel, viel schwärzer. Und wenn man eben schön von der Distanz arbeitet mit der gleichen Farbe, dann sieht man erstmal, wie man die eigentlich, wie verdünnt die eigentlich wirklich ist. Und eben mit so einer Farbe arbeite ich viel, viel lieber. Da habt ihr viel mehr Spielmöglichkeiten und Spielraum, das Ganze eben zu machen. Habt ihr nicht gleich so ein hartes Schwarz, wo euch dann wirklich alles abcovert und wie gesagt, würde ich auch hier einfach nicht benutzen, verdünnt immer eure Farben. Das ist einfach etwas, was ich bisher immer gemacht habe und das könnt ihr auch gerne machen. Da macht es euch eben auch wieder das Leben leichter. Und jetzt setze ich halt da die Schatten, wie ich sehr sinnvoll finde. Wie das einigermaßen passt, so eben zwischen den Zähnen hoch und
unterm Jochbein und da eben einfach ein bisschen das Ganze einnebel. Ich habe jetzt auch absichtlich die Kamera ein bisschen weiter weggelassen, damit ihr auch alles seht und ich nicht wieder versehentlich vor lauter Flauigkeit und Tunnelblick hier vergesse, wieder die Kamera auszurichten. Habe ich das jetzt einfach so gelassen und dann seht ihr das eh schon. Ich finde jetzt durch das Einfärben bekommt das Ganze schon so einen leichten leichten Comic-Look. Irgendwie schon ziemlich cool, hat mir irgendwie auch richtig gefallen. Sieht richtig comic-mäßig aus. Oh, hat irgendwie auch was, also sehr coole Geschichte. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und hier auch einfach wieder schön von der Ferne arbeiten. Lasst die Farbe für euch arbeiten, nebelt das langsam ein. Mehr Farbe könnt ihr immer geben. Also lieber mehrfach sprühen und langsam herantasten als einmal zu viel. Dann habt ihr es halt schon verkackt. Dann ist schwierig, das wieder auszubügeln. Deswegen tastet euch langsam ran. Und ich finde, das sieht schon ziemlich cool aus. Und gibt dem Ganzen jetzt einfach noch mehr Dreidimensionalität, noch mehr Haptik. Das Ganze wirkt einfach viel, viel geiler, wenn einfach so Licht und Schatten dazukommen. Prösterchen. Genau, dann wirkt das Ganze einfach nochmal besser, oder? Da stimmt ihr mir wahrscheinlich zu. Genau, ihr stimmt mir zu. Perfekt, danke. Und ja, das macht es einfach rund. Dadurch, dass wir natürlich einen hellen weißen Hintergrund haben, nebeln wir hier sowieso noch zweimal mehr mit Bedacht ein. Vor allem, wenn wir in dem Step jetzt hier mit Weiß arbeiten, haben wir oft die Problematik, dass das Weiß nicht so weiß ist wie der Hintergrund und dann sieht das Weiß, was man aufsprüht, ziemlich beschissen aus. Deswegen seid da vorsichtig. Ich arbeite auch gerne auf schwarzen Leinwänden, weil da muss man das sowieso auf alles Weiß einfärben. Und dann wieder schwarz. Und wenn man dann mit Weiß arbeitet, ist das alles dieselbe Farbe und passt gut. Aber bei so hellen Hintergründen ist dann immer die Gefahr, dass es dann halt relativ schnell sehr komisch aussieht, wenn ihr dann an ein paar Stellen dieses Weiß benutzt und das einfach zu nichts anderem passt irgendwie. Also versteht ihr, was ich meine? Das ist dann, das passt nicht gut, das sieht nicht gut aus, das fügt sich nicht gut ein. Deswegen macht das lieber nur mit dem Schwarz und versucht da einfach vorsichtig vorzugehen. Und im Zweifel radiert ihr das lieber weg. Das sieht dann, glaube ich, noch besser aus, als das nachher mit einem Weiß auszubessern. Wenn ihr natürlich jetzt nachher den ganzen Skull schön einfärbt, so wie jetzt hier, und dann da noch ein bisschen mehr macht von mir aus, dann könnt ihr auch da wieder mit einem Weiß reingehen und highlighten. Wenn ihr das dann überall macht, dann ist das wieder eine andere Geschichte. Dann sieht das natürlich auch wieder stimmig aus. Ist halt immer so ein bisschen, ja, muss man einfach ein bisschen im Gefühl haben. Und das werdet ihr mit der Zeit auch haben. Also einfach nur dranbleiben. Einfach nur dranbleiben und den Spaß nicht dran verlieren. Einfach ein bisschen machen, ausprobieren, probiert vieles anderes Zeug aus. Gibt es ja eh noch einen Haufen anderen Airbrusher auf YouTube und überall. Guckt da überall mal rein. Lernt ihr überall was dazu. Hier färbe ich jetzt noch ein bisschen einseitig das Ganze ein. Damit das einfach noch mal ein bisschen mehr Dynamik kriegt. Genau, das kannst du jetzt hier noch schön weitermachen. Oh, wir haben jetzt ja erst gerade 22.50 Uhr, da ist ja noch der ganze Abend. Nur für euch hocke ich mich ja abends so spät noch hin und reiß mir hier noch so ein Bein aus und mache das für euch. Mensch, 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 ich bin einfach ein guter Junge. So, jetzt nochmal die Zähne. Die kann man natürlich, ihr könnt die natürlich auch so lassen, wenn ihr die versauen wollt. Oder ihr versucht es einfach hier, die Lücken zu schließen. Sieht halt auch gleich nochmal einen Tick besser aus. Ansonsten nehmt da gerne auch einen Pinsel. Ist ja alles wurscht. Wird euch keiner dafür erschlagen. Und genau. Dann könnt ihr die nämlich hier so noch schön vervollständigen. Dann sieht das nochmal ein Stück geiler aus. Und sieht nicht mehr gleich so, ja, so schablonenmäßig aus. Passt das nämlich viel, viel besser. Das sieht gleich doch deutlich besser aus. Ach, hier irgendwo ein Zahn habe ich irgendwie versaut. Da habe ich den falsch abgeschlossen. Aber ja, es wäre euch nicht mal aufgefallen, hätte ich es jetzt nicht erwähnt, oder? Ja, ist jetzt hier nicht so wild. Irgendwo habe ich das hier irgendwo gedacht, ach shit, habe ich irgendwie den falschen Zahn mit dem falschen verbunden. Aber hey.
ist halt hier, der hat halt eins mal aufs Maul gekriegt und dann ist ihm der Zahn da abgeflogen. Also. Wayne, wen juckt's? Künstlerische Freiheit. Jetzt spiele ich natürlich noch ein bisschen rum und mache noch ein bisschen. Ich schaue mir das natürlich auch an. Ich meine, hier, wie gesagt, gibt es keine Vorlage oder so, was natürlich von mir selber ist. kann ich da natürlich jetzt einfach das so machen, wie es mir passt. Wenn ihr denkt, ah, hier kommt mehr Licht hin oder da mehr Schatten, dann macht das gerne. Ist ja alles völlig legitim. Könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Und genau. Ich lasse jetzt halt oben extra noch ein bisschen mehr Weiß übrig, weil ich jetzt hier schon, während ich den hier ein paar Fotos für Instagram und TikTok und so, TikTok nicht, aber für Instagram. Instagram. Könnt ihr mich übrigens auch gerne abonnieren, da mache ich, poste ich relativ viel und da seht ihr schon immer, was ich mache, lange bevor es natürlich hier reinkommt, weil ich noch einen Haufen anderer Projekte in der Pipeline habe, die eigentlich noch darauf warten, endlich mal rausgehauen zu werden von mir. Ja, könnt ihr gerne reinschauen, wenn ihr das möchtet, natürlich auch unter Dave's Art of Air findet ihr mich gleich, steht auch in der scheiß Infobox, alles Käse, ihr wisst ja. Auf jeden Fall habe ich jetzt original wieder den Faden verloren, aber ich glaube, wir waren dabei, dass ich extra die Stellen weiß gelassen habe, weil ich mir schon lange gedacht habe, ich mache den auch noch bunt, ich will den farbig haben. Und während ich den grau eingefärbt habe, hier habe ich mir nur überlegt, welche Farbe ich mir da nehme. Da war ich mir noch eben nicht so sicher und habe dann eben noch rumgeguckt und habe mir gedacht, nehme ich vielleicht erstmal blau oder nicht. Dann habe ich mir gedacht, nehme ich mir vielleicht irgendwie doch das transparente Rot und Blau. Und dann habe ich mir gedacht, ach, ich nehme mir einfach ein schönes Gelb und dann noch ein schönes Rot dazu. Das ergibt dann, weil es transparente Töne sind, nachher da, wo die sich treffen, dann eben noch ein schönes Orange. Warum nicht? Und dann habe ich mir gedacht, dann packe ich dazu vielleicht noch als Kontrast hinten raus einfach noch ein schönes Blau. Ich habe erst so kurz überlegt, ob ich da irgendwie ein Grün nehme. Und dann habe ich mir gedacht, ach nee, komm, ich nehme ein Blau. Candy Blau habe ich jetzt auch noch nicht so oft benutzt. Da hatte ich dann irgendwie mehr Lust drauf. Und genau, dann färbe ich jetzt nämlich einmal schön die ganzen Highlight-Sachen, die ganzen hellen Sachen, aber auch natürlich die leichten grauen Sachen mit dem Gelb vor, damit ich nachher, wenn ich mit dem Rot arbeite, auch ein bisschen schön Verlauf ins Orange bekomme. Und ja, mache das jetzt aber auch hier so ein bisschen nach Bauchgefühl. Und ja, ihr könnt den auch nur einfarbig machen, wenn ihr Bock habt und sagt, hey, ich will den einfach nur rot haben, dann macht den auch einfach nur rot. Ihr könnt dann auch nach dem Step nochmal mit Weiß Highlights einfügen, das dann nochmal einfärben und dann nochmal Highlights, ein leichtes Weiß nehmen, nochmal highlighten, dann habt ihr so einen schönen tiefen Effekt und halt richtig schöne Strukturen. Ja, könnt ihr natürlich aufdrehen wie verrückt, aber ja, das ist halt je nachdem, wie gut ihr und wie fit ihr seid, könnt ihr das natürlich machen. Aber das Einfärben macht irgendwie immer richtig viel Spaß. Das geht so locker von der Hand und wandelt das ganze Bild nochmal um. Das ist schon irgendwie richtig, richtig cool. 10 nehme ich natürlich auch ein, weil da arbeite ich dann nachher nochmal ein bisschen mit Weiß. So ein bisschen die hellen Ecken aus und passt das nämlich am Ende dann auch noch ganz gut. Und ja, das geht man halt so durch. Ich nehme jetzt relativ, es sieht jetzt hier auf der Kamera relativ viel aus, aber es ist irgendwie schon noch hier und da relativ viel. Also das Schwarze nehme ich jetzt nicht so viel an, aber es ist doch nicht so viel, wie es, glaube ich, aussieht. Aber wie gesagt, mit dem Rot könnt ihr noch gegenarbeiten. Dann habt ihr dann, in der Mitte habt ihr dann eben noch schöne Orangetöne. Und dann gibt das gleich nochmal mehrere Farbschichten und Tiefen und dann sieht das gleich nochmal deutlich krasser aus. Ja, doch, jetzt nehme ich doch relativ fast alles ein. Ja, wie gesagt, ihr könnt das jetzt auch so lassen, sieht auch schon cool aus. Ja, müsst ihr halt immer ein bisschen schauen wegen Overspray, da habe ich jetzt nicht so stark drauf geachtet. Da achtet ihr einfach ein bisschen mehr drauf, wenn ihr den nachher nur so lassen wollt. Dass er nicht so arg rausnebelt. Ich habe jetzt natürlich unten am Kinn einmal ein bisschen versehentlich zu viel rausgenebelt, aber wie gesagt,
Ist ja alles kein Hexenwerk. Könnte man zur Not auch ein bisschen weiß wieder kaschieren oder so. Also macht euch da keinen Kopf, wenn das mal passiert. Man kann eigentlich immer relativ viel noch retten. Das ist wirklich, da ist man noch recht flexibel im Erbosch-Bereich. Jetzt haben wir, glaube ich, das, habe ich das Rot reingehauen und mache jetzt erstmal die ganzen dunklen Stellen und ziehe das dann eben durch und gehe dann da ein bisschen in die grauen Stellen rein. Und dann mischt sich da eben das Gelb mit dem Rot und dann gibt das noch einen schönen Orangeton. Das ist schon ziemlich cool. Also einfärben generell finde ich beim Erbaschen sowieso immer ganz cool. Weil man halt on the fly auf der Arbeitsfläche eben seine Farben noch mischen kann. Das finde ich schon sehr, sehr cooler Vorteil an der ganzen Geschichte. Und macht halt auch richtig, richtig viel Spaß. Ja, und ich nehme jetzt da ein bisschen mehr Rot rein, weil ich mir dachte, irgendwie finde ich den Orange schon fast geiler. Und ja, ich habe da einfach auch so gemacht, wie ich Bock hatte. Wie gesagt, ihr könnt auch Blau und Violett nehmen oder keine Ahnung was alles. Es sind euch ja keine Grenzen gesetzt. Hauptsache, ihr seid am Ende des Tages damit glücklich und zufrieden. Und ich habe mir gedacht, jetzt färben wir den noch so ein. Machen noch ein bisschen Highlights rein, gerade in die Augen. Ein bisschen so auf der linken Seite, wo ich sage mal, ein bisschen das Licht reinkommt. Ein bisschen die Nase, die Zähne, alles, was noch so ein bisschen Highlights verdient, damit es einfach noch ein bisschen geiler aussieht. Und jetzt bringe ich halt eben mit dem Rot noch ein bisschen mehr Dynamik rein, weil ich natürlich gerade am Kopf oben einfach noch mehr Rundungen damit erzeuge. Und das sieht dann natürlich gleich wieder plastischer aus, einfach. Damit kann man eigentlich auch mit der Farbe schon relativ viel machen. Also ja, da kann eigentlich so viel machen. Das ist eigentlich so cool. Wenn ihr dann mal ein bisschen drin seid, ist das eine so geile Geschichte. Also bleibt einfach am Ball, dann wird das mit der Zeit auf jeden Fall besser. Es ist schon cool, wenn man dann einfach mal so einen Skull rausschießen kann, der auch noch richtig verdammt geil aussieht, richtig sexy ist hier. Ja. Da musste ich doch hier gerade mal unterbrechen, weil mein scheiß Doppel-PC einfach mal gemeint hat, er möchte jetzt gleich mal den PC herunterfahren, weil er nebenher irgendwelche Updates installiert hat. Hier mir hier fast die ganze Aufnahme ruiniert hat und das Ganze. Nicht so geil. Das letzte Mal war die Datei beschädigt, dann durfte ich einfach alles neu machen. Das wäre jetzt nicht so geil gewesen. Das wäre gar kein Spaß. Ihr seht jetzt, ich nehme so ein bisschen die rechte Seite als die dunkle Seite und die linke Seite ein bisschen als die helle, also gerade bei den Zähnen und so, nehme ich das halt dementsprechend dann einseitig ein bisschen ein und lasse dann die andere Seite ein bisschen freier. Und so kann man dann halt eben ein bisschen mit der Farbe spielen, noch ein bisschen mehr Dreidimensionalität in die ganze Geschichte bringen und dann wirkt das halt gleich nochmal ganz, ganz anders. Und wie gesagt, dafür, dass ich eigentlich nur die Umrandung machen wollte, sind wir hier jetzt schon wieder deutlich weiter. Und das Tutorial ist auch deutlich länger geworden, als ich nicht vorhatte. Eben weil ich gerade gar nicht so viel Zeit habe, so viel Zeug zu machen. Aber hey, warum nicht? Jetzt habe ich es gemacht. Und wie gesagt, ihr könnt den Step, ihr könnt das alles weglassen, wenn euch das zu viel ist. Aber wie gesagt, lieber haben. Wie war das mit dem Kondom? Lieber keins brauchen und eins haben, als eins nicht haben und eins brauchen. Irgendwie so. Ach, wo habe ich denn das nochmal her? Ach, Alien vs. Predator. Ha, da habe ich es her. AVP. Hier nochmal wildes rumgezoomt, nur für euch. Da seht ihr mal ein bisschen die ganzen Farbverläufe. Jetzt arbeite ich mit dem Weiß, verdünntes Weiß. Und erstmal kommt keine Farbe aus der Gun. Warum auch immer. Frisch geputzt, sauber. Aber wie gesagt, funktioniert bei mir auf Anhieb auch nicht immer alles gleich. Und
Hier kommt der Wegwischfinger zum Einsatz. Jetzt habe ich nämlich langsam gemerkt, dass dieses Papier echt gut funktioniert zum Airbrushen, wenn ich mal ehrlich bin. Aber es jetzt so langsam mit der Farbe so eine schöne, super glatte Oberfläche bildet. Und jetzt kann halt die Farbe doch mal schneller abhauen, als einem lieb ist. Das habe ich eben beim Weiß gemerkt, das ein bisschen stärker verdünnt war. Ja, da war das. Meine kleine Tochter kam wieder rein. Ihr seht's. Das war mein kleiner Engel. Papi, kommst du? Kommst du spielen? Dann war das ganze Stativ wegräumeln. Cool. Genau. Und ja, dann habe ich sie weggeschickt und versäckelt. Nein, natürlich nicht. Ich habe ihr einen Bussi gegeben und gesagt, ich bin in einer halben Stunde da, was ich da noch gemacht habe. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache jetzt hier noch schnell das Ganze fertig und jetzt gehen wir eben ein bisschen mit dem Highlight Weiß in die Augen, machen da ein bisschen Reflexion. Nasenspitze, nachher eben noch der linke Rand, ein bisschen die Zähne. Da muss ich tatsächlich ein bisschen öfters drüber und die Farbe ein bisschen trocknen lassen. Ich könnte es natürlich auch mit der Luft trocknen und dann gleich nochmal drüber, aber ich habe mir gedacht, ich gehe jetzt einfach mal über alles so ein bisschen drüber. Mahlzeit. Und dann trocknet es da bis dahin dann oben wieder so weit, dass ich dann wieder von oben an nochmal anfangen kann. Und so habe ich das dann einfach durchgezogen. Dann kann ich hier überall schön die Highlights setzen. Und ich habe jetzt mit bewusst erstmal noch einmal eine Schicht weiß gesetzt. Dann habe ich mir gedacht, die färbe ich vielleicht nochmal ein bisschen gelb ein, damit das Gelb nochmal ein bisschen mehr zur Geltung kommt. Und ja, deswegen gucke ich da nochmal. Ich war auch ein bisschen vorsichtig, weil ich das Ganze jetzt auf den letzten Metern auch nicht unbedingt irgendwie arg versauen wollte. Das war noch meine größte Sorge nachher, dass ich nachher zu viel mache. Und ihr wisst ja, so viele Köche verderben den Brei. Da will ich jetzt natürlich hier noch den Effekt und noch Farbe und noch Reflexionen und. Am Ende kann es mal schnell passieren, dass es dann irgendwie komisch aussieht. Und mir dachte, das wollte ich eigentlich nicht riskieren, aber dann war ich so hooked auf das Ganze und habe mir gedacht, komm, ich mache jetzt trotzdem weiter. Ich habe Bock drauf und mache halt hier nochmal mit dem Weiß, aber eben dann nicht mehr ganz so viel, damit das auch alles stimmig bleibt. Und klar, man könnte das Schwarz auch überall noch viel besser verbinden und man könnte da noch mehr Struktur in das Ganze einarbeiten, aber dann kommen wir langsam in einen Bereich, wo es dann für einen Anfänger schon lange nicht mehr umsetzbar ist. Und das will ich ja natürlich auch nicht. Hier links eben nochmal ein heller Strich, um das Ganze durch weg nochmal ein bisschen von der linken Seite aufzuhellen. Okay, kreieren wir nochmal einen ganz coolen Effekt. Das machen wir jetzt eben hier überall nochmal so ein bisschen. Das Ganze nochmal ein bisschen dynamischer wirkt. Und hier haben wir eben das Problem, jetzt habe ich euch ein bisschen näher rangenommen, damit ihr das besser seht, aber natürlich am Kiefer nicht mehr dran gedacht, dann, wenn ich da dran arbeite, dann eben rauszuzoomen. Aber ich glaube, allzu viel habe ich Gott sei Dank am Kiefer auch gar nicht gemacht. Deswegen war das unser Glück. Und er brusht den Kiefer. Ach, geile Sache. Ich wechsle natürlich jetzt hier ein bisschen mit Schwarz-Weiß und der Farbe hin und her, damit das einfach passt. Wie gesagt, lasst euch an so einem Projekt auch gerne Zeit. Ihr müsst so ein Übungsprojekt auch nicht voll durchjödeln wie so ein Vollspasti, sondern einfach nehmt euch die Zeit, macht das mit Ruhe, versucht wirklich gut mit der Gun zurechtzukommen. Bleibt ruhig und wenn das nicht gleich klappt, dann, wenn es gar nicht klappt, dann lass den Scheiß liegen und probier es am nächsten Tag. Die Erfahrung zeigt, dass danach meistens wirklich irgendwie tausendmal besser funktioniert und es dann einfach klappt. Also, wie gesagt, einfach da nicht stressen. Einfach üben und machen, aber auch einfach nicht zu viel machen. Das ist natürlich auch kontraindikativ, das Ganze nachher zu übertreiben und dann, ja, seid ihr irgendwann über den Punkt drüber, dann klappt das auch wieder nichts. Also einfach ein guter, gesunder Mittelweg und am Ball bleiben und dann ist das wie beim Training. Einfach man trainiert ja auch nicht ewig viel, ist man auch im Übertraining und
So ähnlich ist es natürlich beim Brushen auch. Irgendwann ist auch die Konzentration gar nicht mehr da. Da hat man gar nicht mehr so die Konzentration, das wirklich gescheit umzusetzen. Und dann wird es schwierig. Und jetzt nehme ich nochmal das schöne helle Gelb und spule nochmal die ganzen weißen Sachen nach, damit das eben nochmal ein bisschen mehr rauskommt. Das ganze Gelb ist natürlich jetzt schon durch meinen roten, vielen roten Einsatz natürlich schon ein bisschen nach hinten gegangen, aber das passt jetzt. Habe ich halt nochmal noch eine weitere Farbebene eingebaut und jetzt kann ich mit dem Weiß eben einfach nur noch highlighten und das Ganze dann nochmal deutlich unterstützen, damit das einfach noch besser herauskommt. Und so kann man eigentlich im Airbrush-Bereich ganz gut arbeiten. Schicht für Schicht, Layer für Layer. Und dadurch baut man dann halt so eine gewisse Tiefe und Dreidimensionalität zusätzlich noch ein. Also da könnt ihr einfach mega viel machen. Und genau. Ich soll vielleicht kein Bier trinken und die Aufnahme machen. Also es kommt mir gerade so viel das Bier hoch. Warum auch immer, normalerweise habe ich damit weniger Probleme, aber heute wurmt es mich. Ich hoffe, man hört das nicht im Mikrofon. Ansonsten habt ihr Pech gehabt. Genau, jetzt mache ich eben, wie gesagt, nochmal die linke Seite, die Zähne, dann haben wir so ein bisschen Highlights. Und dann steige ich ran und habe mir gedacht, so, jetzt sieht es nochmal eine Spur geiler aus, das passt eigentlich ganz gut. Will ich noch hinten raus so ein Leuchten, Flames oder was auch immer machen? Und ich war echt da war ich richtig hart am Überlegen und habe mir wirklich gedacht, so, soll ich es machen oder nicht? Hatte ich erstmal bei dem Step ein paar schöne Fotos für Instagram gemacht und mir gedacht, wenn ich jetzt versau, dann kommt es einfach auf die Seite und ihr werdet es nie wieder sehen. Und es hat irgendwelche Flames nicht gegeben. Aber zu unserem Glück sieht es ganz passabel aus und deswegen bin ich da ganz froh, dass ich es auch gemacht habe. Erhöht nochmal ein bisschen den Kontrast von dem Rot und Gelb zu dem Blau und ist dann auch ganz cool. Wir haben natürlich hier eigentlich durch das Rote und Gelb eigentlich relativ viel Orange und komplementärer Ton von Orange ist Blau. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich den Blau. Dann kriegen wir da einfach nochmal den Komplementärton rein und natürlich erhöhen einfach schön den Kontrast noch zu dem Weißen. Und können da nochmal ein bisschen rumprobieren. Das ist natürlich alles Geschmackssache, kann man weglassen und ihr könnt eine andere Farbe nehmen, einfach auf was ihr Bock habt. Ihr könnt auch hier noch irgendwelches versifftes Moos überall runterhängen lassen und so viel Zeug. Ich hatte bloß mir gedacht, das sieht dann schon fast mit den Flames so ein bisschen aus wie die schönen Schädel aus Doom. Und ich meine das alte Doom. Das gute Doom. Wobei die neuen Doom-Teile auch geil sind. Sehr gern gespielt. Wobei Eternals war ein bisschen überladen. Also da war irgendwann so ein alter Sack, wie ich dann mit Feuergranaten, Flammenspeier, Schrotflinten, Kettensäge und zig Millionen Waffen und Anfälligkeiten von Gegnern. Und ach, das war mir dann ein bisschen zu viel. Das war das Doom 2016er, ein bisschen angenehmer. Darf auch gerne wieder in die Richtung gehen. Ein geiles Game. Die uralten Games davon habe ich mega gerne gezockt. Das richtig schöne alte Doom. Ach, ich liebe die Melodie und ach, das Nostalgie. Da spricht der Opa wieder vom Krieg hier. Aber das waren einfach noch Zeiten, wo wir den Doom in der LAN-Party gezockt haben. Einfach nur wieder geil. So ein Spaß generell damals, so schöne LAN-Partys, das kann man sich heute echt, glaube ich, kaum noch vorstellen. Ich weiß noch, wie wir damals bei einem Kollegen im Restaurant waren, wo das zu hatte und wir übers Wochenende mit, glaube ich, 12 Leuten da rein sind, den Switcher aufgebaut haben, Rechner aufgebaut haben und dann und da abgegangen sind wie die Verrückten. Irgendeiner hat immer Microsoft neu oder Windows neu installiert, was abgekackt ist. Einer kam irgendwie nie rein und alle anderen haben alle gezockt. Einfach nur herrliche Zeit. So, jetzt nehmen wir das schöne Candy Blau und machen damit eben noch so ein bisschen leuchtend, so ein kleines bisschen flame-mäßig. Also ich wollte jetzt keine Flames machen, sondern habe da einfach jetzt so ein bisschen geguckt, wie das so wirkt, was ich da so mache. Das war eigentlich jetzt alles so mega spontan und auch wirklich nicht jetzt mega durchdacht, sondern ich habe einfach angefangen und habe mir gedacht,
Ich schau mal, wo mich das Ganze so hintreibt. Und ja, warum nicht? Ich fand diese kleinen Striche hier, die ich jetzt mache, fast geiler, wenn ich die jetzt so dezent gelassen hätte und überall nur einmal so leicht ringsherum gemacht habe. Ich glaube, das sähe noch besser aus wie das, was ich am Ende des Tages draus gemacht habe. Da wurde es dann immer mehr und mehr, aber ich glaube, so die paar Striche, das hätte, glaube ich, insgesamt noch einen Ticken geiler ausgesehen. Aber wie gesagt, ihr könnt es ja besser machen. Und anders und wie auch immer. Also, ist ja nur so ein schöner Serviervorschlag. So könnte es aussehen. Geil. Er hat mich eben, wie gesagt, an diesen Dummkopf erinnert, der immer so schön auf einen zugeflogen kommt. Sieht natürlich farblich ganz anders aus, ich weiß, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ach. Aber ich glaube, ihr kennt das eh schon alle, wenn ich davon sprich. Ich hier gesehen habe, dass meine Zuschauerschaft doch eher so 50 plus ist, dann wissen die meisten, glaube ich, schon, von was ich rede. Ja, ganz cool. Ja, jetzt meine ich natürlich schon vorne die Schädelplatte, die natürlich auch schon weggebrochen ist. Da gehen wir natürlich auch rein, damit das Ganze ganz gut aussieht. Jetzt hat es eher schon fast schon ein bisschen Saiyajin-Vibes hier. Ja, blaue Haare haben die ja mittlerweile. Habe ich auch seit Ewigkeit nicht mehr verfolgt. Also Dragon Ball Z habe ich damals noch geguckt und auch gefeiert. Aber alles danach kenne ich nicht mehr. Wobei die GTs habe ich mir mal angeguckt, aber die sind ja Käse. Sieht jetzt gerade eher aus wie so ein Saiyajin-Schädel. Ja, aber die Farbkombi finde ich halt irgendwie stark. Ich finde, das ist so ein cooler Kontrast zu diesem Gelb-Orange-Rot. Dieses einfach dieses fetzige Blau, ne? Ja, richtig schön blau, so wie ich gerade. Spaß. Ich muss hier langsam aufhören, sowas zu sagen. Das denken alle, ich saufe mir mal einen hier hinter die Binsen, wenn ich meine Videos aufnehme. Was natürlich völliger Quark ist. Eben, jetzt mal hier unten noch ein bisschen Wasser. Dann habe ich mir gedacht, ich möchte gerne den Mund ausmalen, weil das sieht irgendwie die Flames irgendwie auch herkommen müssen. Ja, komm, dann nimm die auch hinten mit rein. Ja, komm, dann mache ich den Mund. Dann färbe ich den eben gerade noch mit aus, dann sieht das stimmiger aus. Erhöht auch da nochmal ein bisschen den Kontrast und dann ist das doch eine feine Sache. So, Prösterchen. Genau. Hoch, wenn meine Tochter noch gnädig ist, lässt sie mich das hier noch schnell fertig machen. Und bitte leg dich wieder hin. Dankeschön. Genau, jetzt mache ich das hier. Ich habe erst gedacht, soll ich nur so ein bisschen so eben so Flames-mäßig wie an hinten. Nein, mir gedacht, ach komm, mach das ganz, das sieht dann einfach ein Ticken stimmiger aus. Und bin, glaube ich, noch ein kleines bisschen mit Gelb, noch nachher noch kurz ein bisschen rangegangen. Kleines bisschen mit Gelb eben an den Rand, damit das noch so ein bisschen grün wird. Das einfach noch mal ein bisschen Farbvarianz kriegt und noch mal ein bisschen mehr Dynamik. Aber ich weiß gar nicht mehr, ob ich das jetzt hier überhaupt noch drauf habe, wenn ich jetzt ehrlich bin. Wahrscheinlich schon. Hoffen wir es mal. Gut, ihr seht es ja eh schon. Aber ich finde das doch nicht schlecht, oder? Ist doch so ein richtig schönes Tutorial. Da kann man wirklich viel mitmachen. Da könnt ihr euch auch viel mit austoben. Hier wollte ich eigentlich noch mal so ein bisschen so ein Leuchten wie bei den Augen machen. Dann habe ich mir gedacht, okay. Ist jetzt natürlich, könnte man es natürlich machen bei dem Schädel, der zu ist. Mir ist dann eingefallen, ja, aber da hinten ja eigentlich im Endeffekt ist der ja komplett offen und dann sieht das jetzt eher wieder komisch aus. Das Weiß, das passt dann irgendwie doch nicht so. Das habe ich mir dann irgendwann gedacht. Und dann habe ich das eben nochmal nachgefärbt mit Blau und dann eben nochmal ein bisschen mit dem Gelb. Und ja, eben, da seid ihr mega flexibel. Also, wie gesehen, ich habe da jetzt einen Scheiß gebaut und dann, ja gut, dann mache ich es halt wieder weg. Es geht ja ratzifatzi und dann passt das wieder, dann sieht das wieder stimmig aus. Einfach nur machen. Wobei so ein bisschen leuchten oder so, ja, hätte man auch machen können, aber ja, komm, nee, gefällt mir doch nicht, mache ich wieder weg.
Nehme ich noch ein bisschen das Gelb mit rein, das Blau war jetzt eh leer. Und dann mache ich das hinten raus nochmal ein bisschen grün. Das ein bisschen oben an den Platten noch ein bisschen was nachgearbeitet. Damit die auch nochmal ein bisschen farbiger aussehen. Und dann, ja, ist das doch... Weil wie gesagt, ich könnte mich hier stundenlang dran aufhalten, aber dann wäre das Video ja edelslang und dann würdet ihr ja schon gar nicht mehr zuschauen. Ich hoffe, ihr schaut noch alle fleißig zu. Und wie gesagt, gebt mir einen Daumen nach oben, den ganzen Klatterradatsch, den ganzen Scheiß, den ihr kennt, damit einfach der Algorithmus auch checkt, dass hier ein bisschen was geht. Damit ich auch hier selber motiviert bleibe, euch auch immer weiter Zeug rauszuhauen. Und lasst mir gerne mal einen Kommentar da, wie ihr das findet, wie gesagt, was ihr noch mehr sehen wollt, etc. Lasst es mich gerne wissen. Gibt es hier nochmal wildes Gefuchtel? Und jetzt bin ich echt am Zweifeln, ob ich das tatsächlich aufgenommen habe oder auch nicht. Guter Mann, doch noch aufgenommen. Genau, ich gehe jetzt hier nochmal ein bisschen mit Blau an die Unterseite ran. Und dann eben nochmal mit Gelb, um das eben ein bisschen grün einzufärben, damit das nochmal einen anderen Farbton kriegt, weil es natürlich auch voll in den Flames ist. Und nicht so wie der Rest einfach so weit vorne. Deswegen hat das auch eine leicht andere Farbe. Deswegen habe ich es eher grüner gewollt. Deswegen habe ich da nochmal ein bisschen Gelb genommen. Und habe das eben dann nochmal so ein bisschen im Rand entlang eben nachgefärbt. Und dann gibt das nämlich einen schönen, runden Gesamteindruck eben. Hier nochmal das Gelb. Das ist das Schöne am Airbrushen. Die können wir mit den transparenten Tönen on the fly einfach nochmal Farben mischen und machen. Und ist halt eine coole, coole Sache. Wie gesagt, wenn dir das Video gefallen hat, du lieber Mensch da draußen, dann gib mir einen Daumen nach oben. Liken, kommentieren, abonnieren, den ganzen Scheiß, ihr wisst ja. Und schaut gerne in meine Bibliothek. Ich habe so viele Videos. Einfach mal ein bisschen drin rumschauen. Ich werde oft Sachen gefragt, wo ich schon lange Videos zu habe. Also schaut einfach mal meine Videos durch oder die Playlists. Und da werdet ihr bestimmt fündig bei vielen, vielen Sachen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schöne Weihnachten und viel Spaß mit meinen Videos.